Das Haus Belmsdorfer Straße 28 in der Bischofswerder Südstadt, die ehemalige Freizone, ist eigentlich als Jugendtreff bekannt. An diesem verregneten Nachmittag begegnet die Lausitzwelle auf ihrer Stippvisite aber zuerst eine Runde von Damen im schon etwas reiferen Alter. Haben sie sich etwa verlaufen? Mitarbeiterin Simone Reck kennt die Antwort. Ich arbeite im offenen Treff der Generation. Also wir sind ja ein Mehrgenerationshaus, also in dem Sinne offener Treff der Generation, wo alt und jung zu uns kommen kann. Und wie Sie sehen, die Damen, wir haben heute einen Spielernachmittag für alt und jung. Deswegen sind auch ein paar Jüngere mit dabei und vorne die spielen auch. Ja, und das ist meine Arbeit. Die Damen am Spieltisch fühlen sich sichtlich wohl und bestätigen das auch vor der Kamera. Vorne. Alte Gebäude war, ja. Habe ich gearbeitet, die Freizone, wo das noch nie neu gebaut war. Mhm. Aber das ist ein himmelweiter Unterschied gegen jetzt. Auch die Mitarbeiter, alle, also wirklich, besser kann es gar nicht gehen. Und wir warten schon jeden, wenn wir wieder, wenn der Tag dran ist, morgen können wir wieder gehen und so. Also, es war wirklich schön. Okay. Es ist eben für alle, für die Älteren, für die Kinder und für die Jugendlichen. Und dann, oh. Meine Mutter ist mit hier, die Frau Liebsch und ich bin die Tochter, die Jacqueline Haufe und macht schon Spaß. Sehen Sie hier, nebenbei werden wir dann rausgeschmissen. Nur wird Rommi gespielt, auch so jetzt mit Simone oder Frau Reit wirklich. Lässt sich immer wieder mal was Neues einfallen, sind mit Überraschung ist bereit, wie zum Frauentag mit der Funkengarde und sowas. Fand ich sehr schön und macht Spaß. Wir kommen gerne hierher. Der offene Treff der Generationen ist eines von mehreren Angeboten, die der Regenbogen e.V. als Betreiber des Hauses Belmsdorfer Straße 28 oder kurz und knackig B28 für seine Besucher bereithält. Erst vor kurzem konnten die hier vor 2 Jahren begonnenen umfangreichen Bauarbeiten beendet werden. Vorstandsvorsitzender Robert Geburek erklärt, warum diese nötig waren. Also der Umbau war deshalb notwendig, weil das früher ein Kindergarten war. Es war der Kindergarten der Herrenbode. Und da hat man ja so ein Stückchen strukturiert gebaut, dass man einen langen Gang hatte. Rechts und links sind die Zimmer abgegangen, was die Gruppenräume waren. Und das war natürlich hinderlich für uns, weil es ziemlich dunkel war. Und wie man ja jetzt hier sieht, es ist offener Treff, offen, freundlich, wo man jederzeit hinkommen kann. Von dem kleinen Fest zum Abschluss der Bauarbeiten hat die Lausitzwelle bereits berichtet. Doch es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern. Der Regenbogen e.V. feiert nämlich in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Robert Geburek berichtet von den Anfängen des Vereins. Den Regenbogen e.V. Gibt es seit 1993, ist aus dem ehemaligen Pionier aus am Goethe-Gymnasium hervorgegangen oder entstanden. Ich bin unter anderem das Gründungsmitglied seit 1993, war damals Schülersprecher im Goethe-Gymnasium und es war der Bedarf da an neuer Freizeittätigkeit und deshalb ist damals auch der Name zustande gekommen. Regenbogen e.V. vielfarbig, so, also der Vielfalt geschuldet, mehr oder weniger. 2017 übertrug die Stadt Bischofswerda dem Regenbogen e.V. die offene Kinder- und Jugendarbeit und in diesem Zuge auch das damalige Jugendhaus Freizone, das jetzt das Vereinsdomizil bildet. Der Vorstandsvorsitzende erklärt, was die Schwerpunkte der Arbeit sind. Ja, in diesem Haus sind unter anderem angesiedelt der offene Treff. Das ist ein niederschwelliges Angebot im Landkreis Bautzen, speziell in Bischofswerda, für Kinder und Jugendliche ab 6 bis 27, um sich zu treffen nach der Schule. Ganz einfach. Und dann die Freizeit miteinander zu gestalten. Dann der offene Treff der Generationen, so was ein bisschen größer gehalten ist in puncto der Erwachsenen. Vorrangig natürlich jetzt so das Alter der Senioren unter anderem, aber auch so ein Stück schon so das Mittelalter auch, dass man sich hier trifft und miteinander partizipiert. In nächster Zeit soll noch ein Jugendclub hinzukommen. Der Regenbogen e.V. betreibt auch mobile Jugendarbeit, bietet ambulante Hilfen und Schulsozialarbeit an. Er beschäftigt insgesamt 15 hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich.
Zurück im offenen Treff der Generationen zeigt sich jetzt, wie breit die Altersspanne der Besucher ist. Denn hier gibt es auch einen Mutti-Kind-Treff und einen Malkurs. Robert Geburek erklärt, was der größte Wunsch des Vereins ist. Wir haben festgestellt, so, dass leider, man muss es so sagen, ich sage das nicht gern, die Bahnlinie uns trennt zwischen der Altstadt und zwischen der Südstadt und dass wir doch ein Domizil haben müssen in der Innenstadt. Denn dort liegen schließlich die Ursprünge des Vereins und auch die weiterführenden Schulen sind in der Innenstadt angesiedelt.